Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo von mir hier. Ja, wieder mal ein Informationsvideo und ich schätze mal, das wird auch vonnöten sein, weil, in letzter Zeit ist ziemlich viel passiert und ich will euch einfach mal darüber, oder was da groß passiert ist, informieren. Ja, das erste ist, ich habe jetzt hier ja zwei Projekte. Skyrim habe ich jetzt morgen den letzten Part. Wollte ich eh nicht ganz zu Ende machen, wo es kein Mensch mehr guckt. Es guckt kein Mensch. Also 5 Aufrufe, 8 Aufrufe. Also das ist nicht so super. Aber bei Mafia 2, da sind die Aufrufe richtig, richtig, richtig fett. Dafür schon mal ein richtig großes Dankeschön. Ich habe hier auch schon heute innerhalb von einer Woche 740 Videoaufrufe bekommen. Und das ist richtig heftig. Und das freut mich natürlich richtig. Das Einzige, was mich nicht so freut, ist die Aktivität meiner Abonnenten. Vor einer Woche war die Aktivität von euch noch richtig, richtig super. Und seitdem ich Mafia 2 gestartet habe, nicht einen einzigen Kommentar unter irgendein Video. Gehen wir mal hier auf Part 2. Null Kommentare. Gehen wir mal auf ein Video, was fett... Hier, Need for Speed. Gucken wir mal rauf. 4 Kommentare, so. Und ein paar Likes und so. Das verstehe ich nicht, warum das auf einmal nicht mehr so ist. Wenn ihr es wisst oder warum, schreibt es mal bitte in die Kommentare, bin ich so schlecht geworden oder gefällt euch das Projekt nicht oder so. Dann schreibt es mir bitte, weil... Es bringt mir nichts, wenn ihr mich nicht deabonniert und... Also ich soll jetzt keine Aufforderung sein, mich deabonnieren zu müssen. So, das ist einfach nur so, wo ist die Aktivität? Weißt du, ich lade jeden Tag ein Video hoch, versuch's zumindest und schaff's eigentlich auch jeden Tag. Lade jeden Tag über 2 Stunden oder 3 Stunden 2 Videos hoch, weil Skyrim ja im Original noch gerendert war. Auf der Platte 720p ist nicht mehr ganz so schlimm, aber wo ist die Aktivität geblieben? Das schreibt mal bitte in die Kommentare und... Ja, schreibt's einfach mal in die Kommentare, weil das wird mich dann... Es würde mich dann auch richtig unterstützen, weil dann würde ich auch viel motivierter, also noch motivierter ist ja nicht so, als wenn ich nicht motiviert bin, Videos zu produzieren, aber dann würde ich noch motivierter sein, Videos zu machen und dann würde ich auch richtig, richtig heftig geilen Kommentarstil haben, wenn ich weiß, dass die Aktivität von euch richtig Bombe ist. Und das wird auch vonnöten sein, weil ich habe ja hier, ich kann es ja mal zeigen hier, P-Ordner. Ich habe meinen Desktop mal aufgeräumt, aber der ist eigentlich immer aufgeräumt bei mir. Ich kann das nicht so ab, wenn da so viele Programme sind. Gucken wir mal hier rein. Ich habe Joe's Adventure zu 100% schon aufgenommen und gerendert und alles. Das heißt, es muss nur noch hochgeladen werden. Heute habe ich den 5. Part hochgeladen. Dann kann ich hier mal kurz zack, 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 zack. Genau. Zack machen und die löschen. Dann sind es auch so viele Videos, das heißt, es ist nicht mehr so viel. Skyrim kommt morgen auch noch mein Fazit zum Spiel. Hab's nicht ganz zu Ende gemacht. Und guckt euch mal die Megabyte-Anzahl an. 25 Megabyte, das ist ja mal eine heftig geile Datei. Ja, sind nur Credits und so, ne? Und geht nur 8 Minuten. Deswegen wird das auch schnell morgen vonstatten gehen, das Hochladen. Ja, Joe's Adventure, das ist noch ein bisschen, also sind noch ein paar Parts. 7, also 6, 7, 8, 9 und 10. 10 Parts noch. 10 Parts insgesamt. Das ist ein richtig fettes Mini-Projekt von mir gewesen. Das sind auch alle, glaube ich, auf 22 Minuten gerendert. Paar. 2 Stück. Deswegen ist es auch so wenig. Und ja, ich will euch aber jetzt nicht erzählen, wie das so abläuft, sondern ich will erzählen, was mein nächstes Projekt ist. Und schreibt vielleicht eventuell mal in die Kommentare, wenn die Aktivität meiner Abonnenten denn mal ordentlich wäre, wieder. Soll jetzt keine Beleidigung oder irgendwie sein, oder ich soll auch keine Aufforderung sein. Ich würde euch einfach nur dazu bitten, mir mehr Kommentare oder vielleicht noch nicht... jetzt bin ich gerade an meine Lampe gekommen. Noch nicht mal gerade die Kommentare. Also die Kommentare sind schon geil. Bloß
Für Likes würde ich mich genauso gut freuen. Das heißt, wenn ihr keinen Bock habt zu kommentieren, dann klickt aufs Video und guckt es vielleicht ein bisschen an oder auch gar nicht. Oder liked es einfach oder keine Ahnung. Hauptsache, das bringt mich weiter mit den Aufrufen und so. Ich will ja noch ein bisschen größer werden, anstatt mit 221 Abonnenten hier rumzugurken. Liegt aber bestimmt noch ein bisschen daran, dass ich kein Minecraft mehr mache. Ihr wollt ja alle Minecraft-süchtig seid. Okay. Ja, und jetzt nochmal zum neuen Projekt, was ich starten werde. Jetzt morgen am Wochenende werde ich denn GTA San Andreas für den PC starten. Ich habe auch schon alles bereit. Hier ist das ganze Game. Moment. Da ist das Game auch schon, habe ich mir gerade frisch wieder neu installiert auf meinem PC, weil ich es auf PC eigentlich kaum spiele, weil ich es ja auf PS2 zocke ich das lieber, weil mit dem Controller. Aber PC ist auch gut, da kaufe ich mir noch einen extra Adapter dafür später und so weiter, dass ich meinen PS2-Controller am PC anschließen kann und so weiter, bla bla bla. Auf jeden Fall könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch darauf freut oder nicht, dann weiß ich ja, um was es sich handelt. Let's Play werde ich so oder so, irgendwann, vielleicht jetzt, aber naja, morgen wird der erste Part höchstwahrscheinlich kommen oder nach dem Wochenende, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall schreibt es mal in die Kommentare, die Themen, warum ihr nicht mehr so aktiv auf meinem Kanal seid. Ob ihr euch aufs neue Projekt freut. Und ja, mehr waren es ja eigentlich nicht hier in den 6 Minuten. Wir sehen uns dann, Leute. Ciao.